Militärs, KGB und Demokraten denken aus unterschiedlichen Gründen darüber nach, wie sie Gorbatschow loswerden können. Die Putschgerüchte habe ich auch schon ernst genommen. Denn die Situation im Lande war so kritisch, dass jeder wusste, es muss etwas passieren. So kann es nicht weitergehen. Die frei gewählte Volkskammer entscheidet sich für den schnellstmöglichen Weg zur Wiedervereinigung. Erst kommt die D-Mark, dann der Beitritt nach Artikel 23 des Grundgesetzes. Und fast über Nacht füllen sich die Regale im Osten. Die Nacht vom 9. auf den 10. September 1990. In zwei Tagen soll hier in Moskau der 2+4-Vertrag zur deutschen Einheit unterzeichnet werden. Doch aus der russischen Provinz droht plötzlich Gefahr. Mehrere Regimenter Fallschirmjäger sind mit unbekanntem Auftrag auf dem Weg in die Hauptstadt. Sie kommen aus Pskow, Tula und Riasan. Weitere Divisionen werden in Gefechtsbereitschaft versetzt. Wir sind auf dem Militärflughafen Kubinka gelandet, westlich von Moskau. Damit waren wir noch 2 Stunden Fahrt entfernt vom Stadtzentrum. Unser Kommandeur war um 6 Uhr morgens zur Besprechung bei Verteidigungsminister Jasow. Der gab den Befehl, uns Fallschirmjäger im Wald zu verstecken. Wir sollten aber in höchster Alarmbereitschaft bleiben. Die Stimmung der Truppe ist schlecht. In Moskau gibt es damals keine Zigaretten. Inzwischen sind auf dem Landweg weitere Fallschirmjäger auf dem Weg. Ihr Ziel ist die Militärbasis Chodinskoje Polje, nur wenige Kilometer vom Kreml entfernt. Die deutsche Delegation wird ganz in der Nähe wohnen, im Hotel Oktober. Wirklich große Truppenverlegungen nach Moskau wären sofort aufgefallen. Deshalb geschah das in mehreren Etappen. Sergei Kudinow, Politoffizier und Anhänger der Perestroika, vermutet einen Umsturzversuch gegen Gorbatschow. Ich habe selbst gesehen, wie das Fallschirmjägerregiment aus Riasan in Alarmbereitschaft versetzt wurde. Das Regiment war in voller Gefechtsbereitschaft mit schweren Waffen und einem großen Vorrat an Munition. Sie kamen als Erste in Moskau an, auf dem Chodynskoje Polje, da, wo die Eingreiftruppe zusammengestellt wurde. Dort war alles schon vorbereitet, wie ein großes Feldlager. Es gab Zelte, gesonderte Unterkünfte für die Offiziere und reichlich Platz zum Abstellen der Panzer. Das sollte ihre Basis sein. Kudinow ist fest überzeugt, dass ein Schlag gegen die Reformen, gegen Perestroika und Glasnost unmittelbar bevorsteht. Er informiert den kritischen Offiziersverband Schtschid, dessen Mitglied er ist. Dort erfährt er weitere Details. In einigen Kasernen bei Moskau waren schon Haftareale für Gefangene vorbereitet. Das wären wohl vor allem Deputierte des obersten Sowjets Russlands gewesen. Es soll sogar geheime Todeslisten geben. Ich weiß, dass es Listen des Verteidigungsministeriums gab, auch mit meinem Namen. Außerdem gab es Listen der Kommunistischen Partei. Auch die Unzufriedenen dort sollten verhaftet werden. Und es gab Listen der Geheimdienste. Die Offiziere beschließen, die Politik zu warnen. Der Vorsitzende des Offiziersverbandes, Uraschtsev, wendet sich an seinen Freund Belosertsev. Uraschtsev fing mich vor dem Kreml ab, als ich auf dem Weg zur Sitzung des obersten Sowjets war. Ich fragte ihn, ob das Ganze nicht bloß eine Falschmeldung sein könnte. Ein Putschversuch würde doch unabsehbare Folgen haben, auch für die Beteiligten. Im Zeichen von Glasnost kann sich jeder Abgeordnete im Saal direkt an Gorbatschow wenden.
Ich habe dann Gorbatschow im Plenum gefragt, was da vor sich geht. Beloserzews Anfrage trifft auf offenbar schon vorhandene Befürchtungen im Plenum und beim Präsidenten. Gorbatschow wurde ziemlich nervös, sein Gesicht veränderte sich. Man sah ihm an, dass er es mit der Angst zu tun bekam. Die Aufzeichnungen der Live-Übertragung des Staatsfernsehens sind gleich danach gelöscht worden. Nur diese Amateuraufzeichnung ist erhalten. Und dann wurde Gorbatschow wütend, weil all das nach außen drang. Wir wurden ja live im Fernsehen übertragen. Während der Sitzung des obersten Sowjets treffen die ausländischen Delegationen im Moskauer Hotel Oktober ein. Am 12. September soll hier die deutsche Einheit mit den Unterschriften der vier Mächte besiegelt werden. Im obersten Sowjet hat man andere Sorgen. Die Deputierten wollen alles über den mysteriösen Truppenaufmarsch im Zentrum Moskaus erfahren. Im ganzen Land kursieren Putschgerüchte. Verteidigungsminister Jasow tritt vors Plenum und erklärt, das ist nur eine Übung. Major Postobajew von den Fallschirmjägern widerspricht im sowjetischen Fernsehen. Er zeigt Journalisten die Einsatzkarten seiner Einheit und liefert noch einen weiteren Beleg dafür, dass er und seine Kameraden nicht für eine Übung in Moskau sind. Anders als in jedem anderen Manöver haben sie Anlagen für Satellitenfunk dabei, damals absolut abhör- und störungssicher. Meinen es die Generäle wirklich ernst? Auf seinem Weg ins Hotel Oktober hätten wir Gorbatschow mit unseren Fallschirmjägern ganz leicht aufhalten können. Bewaffnet waren wir wie beim Einsatz in Baku, also mit Helm, kugelsicherer Weste, Maschinenpistole und scharfer Munition. Absolut möglich, dass da jemand die Wiedervereinigung Deutschlands stören oder gar verhindern wollte. Das Militär tischt eine neue Version auf. In Wahrheit seien die Truppen zur Kartoffelernte da. Verteidigungsminister Jasow wollte die Wogen glätten, damit Gorbatschow sich nicht beunruhigte. Deshalb sagte er, die Soldaten seien zur Kartoffelernte eingesetzt. Während im Hotel Oktober noch die letzten Feinheiten der deutschen Einheit verhandelt werden, setzt sich Michail Gorbatschow hinter den Kulissen mit Verteidigungsminister Jasow auseinander. Der will von Putschplänen nichts gewusst haben und drängt auch im Rückblick darauf, die ganze Sache nicht zu hoch zu hängen. Wir waren nicht gegen die Wiedervereinigung. Das ist Sache der Deutschen. Wir waren gegen den Zerfall unseres Staates. Die Unterzeichnung des 2+4-Vertrags wird in letzter Minute um 2 Stunden vorverlegt, ohne Angabe von Gründen. Die Delegationen aus dem Westen erfahren nichts über die bedrohliche Truppenpräsenz in der Hauptstadt und auch nichts über das schnelle Ende der Gefahr. Jasow gab den Befehl, die Soldaten sofort abzuziehen, mit der S-Bahn oder zu Fuß. Sie ließen all ihr Kriegsgerät zurück und stiegen wieder in ihre Flugzeuge. Alles lief auseinander, wie Ratten in ihren Bau. Ein knappes Jahr später kommt es tatsächlich zum Putsch der Militärs gegen Gorbatschow. Allerdings ohne nachhaltigen Erfolg, weil Boris Jelzin seine große Stunde hat und die Demokratie verteidigt. Danach wird ausgerechnet Michail Postobajew in die Kommission zur Untersuchung des Putsches berufen. Also einer jener Offiziere, die schon 1990 über Nacht nach Moskau beordert worden waren. Ich bekam Zugang zu den Dokumenten. Es waren dieselben Fallschirmjäger und Transporteinheiten beteiligt. Das bedeutet, der September 90 war schon eine Art Auftakt für den Umsturz von 91. Der Verdacht richtet sich auch gegen den Geheimdienst.
Viele meinen, KGB-Chef Kryuchkov habe schon 1990 die Fäden gezogen. Dass es Jasow nicht allein war, ist doch klar. Michail Gorbatschow schweigt seit damals zu dem Fall. Weder KGB-Chef Kryuchkov noch General Jasow werden entlassen. Vielleicht ist die Wahrheit komplizierter als auf den ersten Blick. Das KGB war schon lange vorher darin verwickelt. Es hat mit den Militärs eng kooperiert. Die Pläne für die Operation in Moskau haben Geheimdienst und Militär gemeinsam ausgearbeitet. Manche Beteiligte und Experten meinen, Gorbatschow selbst könne den Truppenaufmarsch angeordnet haben, als demonstrative Geste an den Westen, wie sehr die Perestroika bedroht ist. Ich neige selbst zu dieser These, dass er mit dem Putsch spielte, um dem Westen zu zeigen, wenn ihr mir nicht helft, ja, dann kommen die Putschisten, dann kommt wieder eine Sowjetunion, die dem Westen nicht gefallen wird und vielleicht für den Westen wieder sogar gefährlich werden wird. Das große Spiel um die Zukunft Russlands, es gefährdet die deutsche Einheit am Ende nicht. Ob wirklich ein Umsturz in Moskau bevorstand und welche Folgen er für die Deutschen gehabt hätte, bleibt eine offene Frage.